Thumbnail. Ja, das ist ein. Weißt du, was ich aus diesem Thumbnail machen könnte? Ich muss mir einfach die Datei nachher mal bei Dropbox schicken, ne? Ja, ich mach das mal so. Ich werde mal selber was probieren und wenn ich das Gefühl habe, dass es okay ist, werde ich dir das zuschicken. Du kannst immer noch sagen, du guck, was du das für dich verändern. Ja. Aber schlussendlich mache ich das dann halt so, wie ich es mache. Ja. Vielleicht nicht so vernünftig, aber ich mach's einfach gerne Mark-Style. Maki-Mark. Vielleicht gibt es bald schon Maki-Mark mehr. Ja, glaub nicht. Bei mir gibt's ja schon Merch, aber ich habe nicht zu viel für meinen Scheiß. Du kannst schon machen, einfach Nein, ich mach gar keine Werbung, ja. Du weil kannst schon sagen. Nee, du kannst deinen Kanal schon quasi. Also bei mir ist es jetzt halt so, verlinken. Ich hab von Comedy halt jetzt auch. Jetzt mit Maschine gewechselt, einfach auch. Ah ja. Weil ich meine, Comedy, ganz ehrlich. Ja, Comedy ist halt übertrieben ausgelutscht. Und man könnte jetzt bei meinen und Videos auch egal, was du machst, einen YouTuber hinsetzen und der würde genau den gleichen Effekt erzielen. Ja, das Ding ist halt, egal was du machst, Comedy wird heutzutage mit Fake abgestempelt. Ja. Immer. Und das heißt, ich habe auch sonst dann schon Fake-YouTube. Egal was du machst, du kannst ironischen Content machen, du kannst Reaction-Comedy-Content machen, kannst alles darum machen. Darum bin ich gerne Gamer, ja. Das ist ehrlicher Content. Und beim Gaming ist es halt also, so, wenn du Fatih Great heißt. Du kannst halt im Gaming, sag ich jetzt mal so, kannst du halt eher mal Real Talk ansprechen, einfach mal labern, was du willst. Ne? Und bei Comedy musst du dich halt wirklich auf dein Thema fokussieren und... Ja, ne? Ding ist halt, wenn du Comedy machst, musst du dir immer bewusst sein, das wird mehr schärfer angeschaut, als wenn du dein Video als Let's Play kennzeichnest. Hä? Ach, den Code muss man haben. Haben wir den? Nee. Ich würd's überlegen. Doch, das ist ein Ding. Warte. Da war doch ein Zettel. Ja, aber das ist der von Kinderschänder. So. Hier steht, dass er den Elevator, also den Lift, sabotiert hat, damit sie die Treppe nehmen müssen. Und das ist seine Wohnung. Genau. Ich werde bei sehr vielen Aufnahmen wahrscheinlich trotzdem beim Beisein nicht, weil ich ihn oder so einfach mal. Ahnung. Ja, sich halt, ne? Es hat einen Homeboy, er chillt hier und so. No. Ja, keine Ahnung. Schneidet. Er hat halt den PC hier unten und bei mir oben, keine Ahnung, ich habe auch keinen PC, ich habe nur ein Notebook. Ja, er schneidet halt hier seine Aufnahmen ganz auf entspannt. Warte mal, müsste ich nicht hier rein irgendwie? Jetzt habe ich gesagt, muss ich hier nicht irgendwie reinigen. Was musst du genau reinigen? Müsst du von der Putzkraft? Ja. Help the person on the... Ah ja, muss im vierten Stock, Alter. Los heute. Vergesslich dein Urgroßvater. This door won't budge. Also müssen wir auf die andere Seite zu der Treppe. Zum anderen Gebäude. Das ist anders angenehmer. Kurz was trinken, fürs Feeling. Wie schon gesagt, der Anfang ist natürlich ein bisschen unspannend, aber trotzdem sehr horrorlastig. Dieses Spiel verliert einfach nie seine Wirkung. Und ja, darum lieben es auch so viele Leute. Also ich bin ein übertriebener Fan. Bei meinem Kanalbanner kann man ja auch sehen, dass ich sehr fanatisch diese Sachen da eingestellt habe. Die Figuren und so. Ich kann sagen, was man will über Cry of 4, aber die Figuren sind halt schon echt geil, Alter. Niceness. The door won't budge. Nee, das ist nicht richtig. Warte das noch einmal. Wir müssen in den vierten Stock. Aber mit dieser Treppe.
Heißt, doch, das ist richtig. Geh durch. Geh doch diese Dinge drauf. Ein Jumpscare bitte. Was ihr denkt, warum ich über Jumpscare sage? Sachen, die plötzlich erscheinen, sind für mich Jumpscares. Ich hab das nicht so gerne. Das ist anscheinend aber doch nicht richtig. Also drüben kommen wir nicht weiter. Da steht der Door Bombatsch. Hier steht das schon hier. Und hier kann man nicht runter. Irgendwie. Geht's noch mal ins andere Treppenhaus. Was man den Rechner ein bisschen hört, tut mir leid. Aber der hat halt auch seine Auslaufzeit. So. Hier kommen wir nicht durch. Beim letzten Mal habe ich es in einem Zug geschafft. Wahrscheinlich ins Glück gestolpert. Das ist der vierte Stock. Kann ich hier nicht rein? Da auch nicht. Die Kombination finden wir unten im Keller. Das ist schon belastend. Jetzt noch mal hier rüber. Irgendwie ist das sehr komisch. Ach stimmt, im ersten Schock kann man ja rauffahren. Lul. Das war's an dieser Stelle komplett. Ja komm, diese Fahrstuhlsequenz kannst du sparen, Alter. Ey. In here. In diese Türe würde ich auf jeden Fall auch reingehen. Wer hat diese blöde Idee immer? Ähnliche Scheiße. Das hier kann sehr verstörend sein. Also wenn ihr das nicht ertragen könnt, wegschalten. Bevor ich es gesagt habe. Er hat natürlich genau gewusst, dass da ein Key drin ist. Wie soll es auch anders sein? Habe nicht gewusst, dass Tabletten so stark sein können, aber. Noch ein Seil. Alter, die Multis! Kennst du die? Hast du das bei dem Gronki gesehen? Die Multis, Alter. Wenn du sie erschießt, erstechen sie sich noch einmal. Ja, ja. Wäre ich jetzt so nah, würde ich sagen, fürs Feeling. So. Jetzt use mal das Seil. Klepp mal runter. Piss dich, Oma. Ich hasse diese alte Folie. So auf die Nüsse. Headshot. No scope, Pete. Old Pete. Willst du kurz was sehen? Die Stäbe waren ja vorher nicht, oder? So merkt man halt, dass wirklich, dass er in der Psychose ist. Das merkt man sehr gut daran. Weil er halt die Kontrolle verliert über die Gedanken. Und es quasi wie ein böses, ihn böse nochmal gibt, in ihm drin. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so. Oh. Leck mich am Arsch. Basti. Alte Klette.
Ich muss zugeben, ich wusste, dass die kommen. Die beiden. Oder auch die vier. So, jetzt muss ich runter in den Keller. Oder? Alter, hoffentlich kein Jumpscare. Alter! Ich hab doch gesagt, kein Jumpscare. Süßer Tante im Anmarsch. Soll ich die verkloppen? Gib die Pistole in Griff, Amana Koidum. Ah. Du denkst, du bist Chris Brown. Alter, wie die immer rumschreien, die Alten. Wenn ich so rumschreien würde. Polizei. In der Schweiz sowieso. Belastende Musik. 2.0. Warum ist alles in diese Wand gepresst? Verstehe ich bis heute nicht. The door won't budge. Die meisten von euch werden sich jetzt erschrocken haben, aber das gehört einfach zu diesem süßen Spiel. Ich erwarte nichts mehr, ganz ehrlich. Mir an dieser Stelle auch einfach zu blöde. Noch groß was zu erwarten und dann bist du eh getötet von irgendeinem vierjährigen Kind mit Messer. Müssen wir runter in den Keller. Ey, guck mal. Hier ist ein Special Guest. Michael Myers. Michael Myers hat die Hauptrolle übernommen. Hab mich angefragt, hab ich gesagt, Bruder, komm mit. Ich will nicht in den Keller. Keller ist doof. Stinkt's. Von hinten? Echt jetzt? Hast du noch gelebt, das hat dich dein Mann wohl nicht oft genug von hinten genommen. So. Nur kurz, wenn ihr nachladet, verliert ihr die Patronen im Magazin. Weil es geht ja auch nicht dahin. Fischt jede einzelne Obst im Magazin raus. Ah ja. Belasten. So. Ich muss mir einfach merken, wo ich gespeichert habe. Ich werde dann wahrscheinlich einen Screenshot oder so machen. So, dieser Keller wird sehr ungemütlich. Auch hier. Wer keine Hysterie und Blut sehen kann, sollte bei der nächsten Szene wegschalten. Ach ja. Doch mit Geistern. Hier kommen die Geister. Ah, geil. Hier kommt auch einer. Ja, ja. Olle. Ich weiß leider nicht mehr, wo die überall waren. Die Schotanten. Aber von denen gibt es auf jeden Fall ein paar hier. Ah, ja. Natürlich ist es ein bisschen unspannend, wenn ich hier so durchrushe. Aber ich habe leider schon Erfahrung. Es ist immer gut, wenn man Erfahrung hat. Aber hey, was willst du machen? Wenn es mich nicht täuscht, kommt hier ein Boss. Ach nee, noch nicht hier. Ja, hier haben wir eine Spritze und ein altes Tape. Und als nächstes müssen wir einen alten Tape-Recorder suchen. Wer hätte es gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Guten Glück hört man die immer gut, wenn die angetastet kommen. Was sich total falsch anhört. Also das Geräusch selber.
speichere mal vorsichtshalber. Nachladen. Und wenn es mich nicht täuscht, war der alte Tape Recorder im zweiten Stock. Aber muss ich prüfen, keine Ahnung, ob das noch stimmt. Irgendwo hier gibt es einen Jumpscare, 100 Pro. Was für Jumpscares? Ich erschrecke mich dann jemand und denke mir so, ah, der war eigentlich gar nicht so hart, aber hat mich halt erschrocken. Bitte keine Michael Myers. So, ich glaube, das war in der Wohnung des Kinderschänders. Bin aber nicht wirklich sicher. Das ist auch schon 7 Wochen her oder so, dass ich das letzte Mal gespielt habe, effektiv. Ist hier in der Fliege schon wieder. Verdammt, kommen die Tiere immer her. So, theoretisch gesehen könnte hier ein Tape Recorder sein, aber ist nicht so. Theoretisch gesehen speichere ich hier nochmal ab. Und auch praktisch gesehen. Oh. Nichts Lautes, bitte. Meinte, das war doch hier irgendwo. Hier war doch das. Markenkassettenrekorder. Hier liegt noch ein Glock-Magazin. Nice. Hier liegt auch noch ein Glock-Magazin. Das ist, weil später ein Boss kommt. Kleiner Spoiler. Sorry, aber muss sein. Warum springt denn nicht einfach hier, keine Ahnung, hier runter? Ist ja nicht so hoch. Ich hab mich einfach verpisst von hier. Ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ich muss ins andere Treppenhaus gelangen. Aber doch nicht so. Das andere Treppenhaus wäre hier drüben. Aber okay. Dieses Spiel hat natürlich die Angewohnheiten, manchmal auch Viecher hinter dir zu spawnen. Also würde ich nicht unbedingt immer zurückschauen. Nicht der beste Weg. Nicht in diesem Spiel. Warte mal, hatte nicht der einen Old Tape Recorder? Da sind wir gerade drin gewesen. Er hat nicht mal einen Fernseher. Wir haben den geklaut. Verfluchte Polen. War nur ein Witz. Der hat einen Tape Recorder. Ah ja. Ich hab's doch gewusst, du alte Schnalle. Wissen kannst du dich. I, Alter. Willst du die um den Rock schauen? Klingt ein bisschen. Nicht nur das, Alter. So. You insert the video tag. Wir haben es also geschafft. Wir werden dieses Video schauen und dann werde ich das nächste Speichergerät aufsuchen. Ja. Und dann eine Aufnahmepause machen. Dann wird die Aufnahmesession vorbei sein. Wegschalten, wenn ihr das nicht ertragen könnt. Jetzt gleich blutig. Sehr lustige Animation auf jeden Fall. Ja.
1789 kann ich mir merken, es ist immer die gleiche Zahl bei jedem Durchlauf. Aber wer ritzt schon die Kombination für den Fahrstuhl in den Körper, den er umgebracht hat? Also irgendwie merkt man halt einfach wieder, dass das seine Psychose ist. Nix spawnen, böses Cryo 4. Ich hab's einfach nicht gern, wenn er irgendeine Kacke spawnt. So. Hier ist zwar kein Speichergerät. Ich höre jetzt überall poltern. An den Türen. Macht mich auf jeden Fall ein bisschen irre. Ich werde jetzt noch runtergehen. Ah ja, oh. Ich werde noch runtergehen. Da hat sich ein Speichergerät. Fahrstuhl, müssen wir nicht gucken. What the hell? What is this place? Gefällt dir nicht, ne? Mir auch nicht. Findet man auf jeder Ebene ein Glock-Magazin. Und das, meine Freunde, hat auf jeden Fall einen guten Grund. Ich hoffe, ich werde es nicht versauen. Bis beim nächsten Mal schaffen. Aber ist schwierig. Auf jeden Fall. Sehr schlampiger Maler, der hier gestrichen hat. Ein Atmen auf dem linken Ohr. Wir haben 5 Spritzen. Das haben gefühlt andere im ganzen Spiel. Okay. Wir machen es am besten so. Ach, okay. Wollen wir den Boss noch machen? Ja. Würdest du uns sagen? Ich würde jetzt hier speichern. Ganz unten, merke ich mir. Wie heißt denn das? Sick Apartments, das passt auf jeden Fall. Ja, ich würde sozusagen den Boss machen in der nächsten Aufnahmesession. Ich nehme an, das wird jetzt die zweite oder dritte Folge sein. Je nachdem, wie lange ich aufgenommen habe. Man sieht sich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Husle dich, Tode. Mit einem Typen, mit einer Waffe und einem Handy. Genau. Ich würde sagen, tschüss.